So, herzlich willkommen zum Teil 2 des Tages 0 Gamescom, Tag 0, glaube ich, ist so richtig gesagt. Denn wir machen jetzt nämlich einen kleinen Ausflug. Hotel war ich gerade besuchen, ist schön, aber habe ich im anderen Video noch was erzählt. Das Video habe ich noch nicht aufgenommen. Das mache ich dann gleich, wenn ich wieder da bin. Aber jetzt fahren wir erstmal zum Tagebau Hambach, zum Garzweiler, danach zum Hambacher. Und dann gucken wir uns diese Tagebau mal an. Gemeinsam, wie dort abgebaut wird, wie groß sie sind, weil Garzweiler, wo ich wechsle die beiden mal, Hambach ist der größte, den RWE hat. Also automatisch glaube ich auch der größte Deutschlands. Und wir fahren jetzt jedenfalls nochmal auf die Autobahn drauf. In Richtung Düsseldorf. Ja, jetzt biegen wir erstmal Richtung Köln ab. Das gefällt mir sehr. Da sehe ich auch schon wieder was gesperrt, freut mich sehr. Jedenfalls danach gehen wir nochmal nach Köln. Essen was schön gemütlich. Legen uns hin. Und morgen geht's ab zur Gamescom. Ja! Mehreren Stunden Fahrt gefühlt sind wir endlich Tagebau Hambach angekommen. Gar zwei, ich bin gerade komplett durcheinander. Da drüben ist aber ein Schild, da gehen wir mal kurz hin. Wir sehen hier, Tagebau wird in drei Ebenen abgearbeitet. Hier steht aber nur der Bagger. 290, 24.000 Kubik. 240.000 Kubik, das ist extrem viel. Und wir sehen, da unten ist die Kohle, man sieht drei Arbeitsebenen, drei Bagger, drei Schaufelräder haben sie hier. Die haben keinen Eimerkettenbagger wie sogar vier Arbeitsebenen sind das hier. Und unten sind die kleinen Kohlebagger, hinten sind ganz kleine Absetzer, von da auch größer. Es ist schon geil. Gigantisch hier, mir gefällt das. Das sieht doch mal gut aus. Werksanlage betreten, der Plattform auf eigene Gefahr. Es sieht offen aus. Wir sprinten hier hoch. Und da haben wir. What the fuck? Alter Schwede. Hoho. Das ist mal ein Tagebau, Leute. Das ist mal ein fucking Tagebau. 5 Arbeitsebene. 1, 2, 3, 4, 5. What the hell? Alter. Ist das geil. Das hat sich doch mal gelohnt. Written on the wall of what you did, what I did.
Okay.